Also wir sind die Athleten, wir können nicht so viel, was die da oben machen, aber wir müssen sozusagen darunter leiden. Mit der IBA war geplant, dass es über 10 Quali-Turniere geht, also sozusagen über die Weltrangliste. Jetzt mit dem IOC sind das wieder nur die 2 Quali-Turniere. Ja, was man sich ja denken kann, dass bei 2 Turnieren die Chancen geringer sind als halt über 10 Quali-Turniere. Die Leistung, die man über die Jahre bringt, sollte eigentlich auch dementsprechend belohnt werden, wie zum Beispiel bei den Judokern, da geht es ja auch über die Weltrangliste. Das finde ich eigentlich auch vernünftig und das, denke ich, findet auch jeder andere Mensch vernünftig. Ja, ich mache mir riesige Sorgen. Vor allen Dingen für den Nachwuchs, weil meine Zeit ist ja jetzt. Ich habe noch die Chance, bei Olympia mit teilzunehmen. Ja, wie gesagt, für den Nachwuchs ist es halt sehr, sehr schade und da können wir als Athleten nicht viel dran machen. Ist eigentlich klar, ne? Man muss gefördert werden, damit man Leistung bringen kann. Und wenn die es erwarten, dass man erstmal Leistung bringt ohne Förderung und dann erst die Förderung erhält, finde ich, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Das sieht man ja aber auch.